Hallo Beauties und willkommen zu meinem Entry-Look für die NYX Face Awards Germany 2019. Zuerst wähle ich mir meinen Haaransatz weg und klebe meine Augenbrauen ab, damit sie nicht vom Latex abgerissen werden. Den Hinterkopf habe ich mit zwei Schichten Zeitung und Tapetenkleister auf einem Ballon modelliert und habe ihn mit blauer Aquafarbe bemalt. Mit weißer Cremefarbe und schwarzer Aquafarbe habe ich dem Hinterkopf mehr Struktur gegeben. Und anschließend mit UV-Farben ein paar Muster darauf gemalt. Den fertigen Hinterkopf habe ich dann mit Flüssiglatex an einer Glatzenkappe befestigt. Und nach dem Trocknen gut abgepudert, damit nichts an sich selbst kleben bleibt. Mit Hautkleber und Latex befestige ich die Glatzenkappe an meinem Kopf. Gleichzeitig lasse ich meine Augenbrauen unter Flüssiglatex verschwinden. Für das dritte Auge habe ich eine Styroporkugel zurechtgeschnitten und mit Eyeliner eine Pupille darauf gemalt. Mit blauer Aquafarbe und grüner UV-Farbe male ich noch die Iris. Mit Kosmetiktüchern und Flüssiglatex kreiere ich Augenhöhle und Augenlider. In das Modellierwerk werden zwei Drähte mit Latextüchern umhüllt gesteckt, welche als Fühler dienen sollen. Darauf kommen zwei neongrün angemalte Styroporkugeln. Am Rande des Augapfels verblende ich etwas Eyeliner nach innen, sodass das Auge mehr Tiefe bekommt. Und beim Abziehen wieder nicht vergessen, schön abzupudern. Die Prosthetics klebe ich dann wieder mit Hautkleber auf, verblende sie mit Latex und pudere sie wieder gut ab. Mit der blauen Aquafarbe grundiere ich nun mein ganzes Gesicht. Mit schwarzen Lidschatten ziehe ich mir schön scharfe Alien-Konturen. Mit einem Dunkelblau verblende ich die Konturen nach unten und schattiere meine Schläfen. Mit diesem und einem etwas helleren Blauton gebe ich dem Augenlidern meines dritten Auges etwas mehr Tiefe. Einen Mintton setze ich überall dahin, wo ich mit Concealer highlighten würde. Mit weißer Cremefarbe setze ich mir Highlight-Grundierungen, die mein Gesicht länger wirken lassen. Mit verschiedenen Farben verblende ich zwischen der Kontur und den Wangen-Highlights und die anderen Highlights nach außen hin. Mit zwei dunkleren Tönen verblende ich die Kontur nochmal nach oben hin. Mit einem Eyeshadow-Primer schaffe ich eine schöne Basis für Lidschatten. Meinen Lidschatten trage ich so auf, dass es eine Art Smoky Eye wird, welches von außen nach innen immer dunkler wird. Dann setze ich mir eine halbe Halo Cut Crease mit Concealer und Lavender schimmernden Lidschatten. Mit einem hellen, schimmernden Ton lasse ich die Highlights nochmal richtig aufleben und setze ein paar Details. Dann ziehe ich mir noch einen Eyeliner und setze mir pinken und lilanen Lidschatten unter den unteren Wimpernkranz. Mit schwarzer Aquafarbe habe ich mir versucht, eine Alien-Nase zu malen, welche ich dann noch konturiert und gehighlightet habe, und ich habe mir einen Halbmond auf die Stirn gemalt. Mit Neonfarbe habe ich mir noch ein paar Dreiecke auf die Wangen gemalt, was das Ganze ein bisschen futuristischer wirken lässt. Mit Kajal habe ich mir meinen Oberkörper skizziert und mit blauer Aquafarbe ausgemalt. Mit der schwarzen Aquafarbe habe ich mir die Cutouts an den Schultern und das Tor zum Universum ausgemalt. Mit Watte und weißer Cremefarbe habe ich mir ein paar Sterne aufgetupft und am Rand schwarzen Lidschatten nach innen verblendet, damit es mehr so aussieht, als wäre das Universum in mir. Mit blauen Lidschatten habe ich meinen Oberkörper noch etwas schattiert und mit dem hellen schimmernden Ton gehighlightet. Mit weißer Cremefarbe und verschiedenen Lidschatten gebe ich dem Universum seine Dimensionen und mehr Farben. Mit der Cremefarbe male ich mir noch Sterne und eine Galaxie auf und anschließend klebe ich mir noch Strasssteine an den Rand. Meine Oberlippe ziehe ich ebenfalls ein bisschen in die Länge, grundiere sie mit einer matten Farbe und toppe sie mit glitzernden Farben. Mit der UV-Farbe setze ich noch ein paar Highlights im Mund und schneide mir dann meine Wimpern zu. Dann klebe ich mir meine Wimpern noch an allen drei Augen an, setze die Kontaktlinsen ein und fertig ist der Look. Gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video und schreibt in die Kommentare, wie euch der Look gefallen hat. Wünscht mir viel, viel Glück für die Top 20. Bye!